Hallo und herzlich willkommen zu diesem Auswahl-Orakel für Seelenpartner. Ich freue mich, dass du hier bist und ich freue mich, dass du Lust hast, gemeinsam mit mir hier in die Karten zu schauen, welche Energien gerade für dich wichtig sind. Dieses Orakel hat keinerlei Zeitbegrenzung, das heißt, wann immer du es siehst, ist es richtig. Und es kann sein, dass es mit dir in Resonanz geht. Es kann auch sein, dass es nicht ganz passt, denn es ist natürlich ein allgemeines Orakel. Das heißt, ich kann hier nicht so sehr in die Tiefe schauen. Und ich gehe aber davon aus, da dieses Video dich gefunden hat, ist hier eine Botschaft für dich versteckt. Wir schauen gleich hier mit den Lenormand-Karten, mit den Liebesorakelkarten, welche Energien gerade wichtig sind. Und mir ist ganz, ganz wichtig zu betonen, dass es hier um dich geht, dass es nicht unbedingt um dein Gegenüber geht, sondern es ist hier das, was du gerade anschauen darfst, vielleicht ein Thema, was du anschauen darfst, etwas, was für dich gerade wichtig ist. Und da schauen wir gleich rein. Du hast hier die Wahl zwischen diesen beiden kleinen Tellerchen. Hier haben wir einmal den bunten, da haben wir einmal den roten Teller und hier sind nur zwei Karten gefallen, lass dich davon bitte nicht beirren. Deswegen ist diese Botschaft nicht weniger wichtig. Aber so hat die geistige Welt es mir gesagt. Und ganz zum Ende werde ich noch mit den Ja-Aber-Karten hier eine Botschaft für dich ziehen. Da kannst du dann noch eine Frage stellen. Wie schon gesagt, es ist hier ein allgemeines Orakel. Das heißt, das kann für dich passen. Es kann auch sein, dass es nicht ganz so stimmig ist, beziehungsweise dass es ein bisschen an der Oberfläche bleibt. Wenn du da tiefere Beratung möchtest, dann schau gerne in die Infobox, da findest du meine Angebote und wie du mich erreichen kannst, wenn ich für dich ganz persönlich schauen soll. So, wir beginnen hier mit der von mir aus linken Seite mit diesem bunten Teller und da schauen wir zuerst mal hier bei den Liebesorakelkarten, was die geistige Welt hier sagen möchte. Hier kommt das Thema Ehe. Das kann natürlich jetzt mehrere Bedeutungen haben. Es kann sein, dass du mit deinem Seelenpartner tatsächlich verheiratet bist. Es kann aber auch genauso gut sein, dass dein Seelenpartner in einer anderen Ehe steckt, wo mir die geistige Welt gerade sagt, dass das hier das wahrscheinlichere Szenario ist. Denn meistens ist es ja so, dass die, die hier diese Videos schauen, in einer Seelenpartnerschaft stecken, die nicht unbedingt gelebt wird oder die nicht gerade so ist, wie sie sein soll, weil sonst würde man eigentlich keine Kartenorakel gucken. Also so war es auch bei mir immer. Jedenfalls haben wir hier das Thema Ehe und natürlich steht der Ring auch immer für etwas, was sich wiederholt. Also es kann auch sehr gut sein, dass ihr hier aus früheren Leben bereits, ja, oder dass ihr in früheren Leben hier bereits schon einmal verheiratet gewesen seid und dass sich hier Dinge bei euch wiederholen. Und wir schauen jetzt mal weiter, was hier noch dazu kommt. Dann kommt hier die Scheidung. Jetzt wird es wirklich spannend. Und wir haben hier noch den Stillstand. So, also das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir hier gerade bei euch den Stillstand haben, weil hier gerade eine Scheidung im Gange ist von einer Ehe. Das kann natürlich hier auch gut dich betreffen, weil ich habe ja gerade gesagt, dass es hier um dich geht und nicht unbedingt um dein Gegenüber. Also das heißt, vielleicht bist du hier in einer Ehe befindlich und gerade in der Scheidungsphase oder du überlegst, dich scheiden zu lassen und deswegen ist hier mit deinem Seelenpartner gerade Stillstand. Es muss hier auch nicht zwangsläufig eine Ehe sein, sondern es kann auch eine Beziehung sein, die vielleicht schon lange besteht, die fest ist und die hier aber jetzt gerade in die Trennung geht. Da wir aber ganz klar die Karte Ehe und die Karte Scheidung haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass es hier doch tatsächlich um eine legalisierte Beziehungsform geht und dass es hier in irgendeiner Form mit Ehe und Scheidung zu tun hat, die, wie gesagt, gerade hier diesen Stillstand verursacht, der jetzt hier bei euch gerade da ist. Und ich bekomme auch gerade noch mal ganz klar, dass es hier auch um Themen aus alten Leben geht. Das heißt, ihr wart in einem früheren Leben auch schon einmal ein Ehepaar. Ihr habt euch scheiden lassen und auch dadurch ist jetzt momentan hier dieser Stillstand, weil, ja, weil dieses Thema aufgelöst werden möchte, weil da noch Schmerzen und Verletzungen aus diesem früheren Leben sind, die jetzt hier gerade in die Heilung gehen möchten. Und deswegen haben wir hier den Stillstand. Und der Stillstand zeigt dir aber auch ganz klar an, dass du momentan Zeit für dich brauchst. Und auch wenn du jetzt sagst, ja, ich will das doch aber nicht und hoffentlich kommt er bald wieder oder hoffentlich meldet sie sich bald wieder. Dieser Stillstand ist aktuell absolut wichtig für dich. Denn auch du
darfst dir etwas heilen. Auch du darfst hier in die Heilung gehen. Ja, von etwas, was sich wiederholt und was getrennt werden möchte. Auch das kann hier das Thema Ehe, das heißt der Ring, das Symbol für etwas, was sich auch immer wiederholen kann, und hier die Trennung, ja, also die Scheidung davon sein. Dass du dich von deinen Mustern trennst, denn du wirst hier vermutlich in eurer Seelenpartnerschaft immer wieder dieselben Muster leben. Und deswegen hat das Universum gesagt, dann machen wir da mal wieder einen Stillstand rein. Weil du darfst diese Muster auflösen. Und jetzt schauen wir mit den Lenormand-Karten, was hier noch. Ja, genau, hier ist nämlich der Eisberg und hier haben wir den Gentleman. Das heißt, das ist hier die männliche Hauptkarte in diesem Kartendeck. Und der Eisberg zeigt natürlich einmal an, dass hier dein Gegenüber sich sehr kalt verhält. Also hier geht es jetzt tatsächlich ganz deutlich um dein Gegenüber. Wenn du jetzt ein Mann bist, dann bist du in diesem Fall hier gemeint, ja? Hier ist Gefühlskälte zu spüren, der Eisberg, ganz klar, wie ein großer Brocken, den man vermeintlich nicht wegbekommt. Aber dieser Eisberg zeigt auch ganz klar an, was hier alles im Unterbewusstsein abläuft. Ja? Also hier ist ganz, ganz viel unterbewusst und das bezieht sich auf das, was wir hier in den Karten gesehen haben. Auf dieses Thema der Ehe und der Scheidung. Und da läuft hier im Unterbewusstsein ganz viel ab. Du siehst ja hier oben, das ist das, was man von einem Eisberg sieht. Das heißt, das ist das Bewusstsein und das ist das, was alles unbewusst passiert, was unten drunter, unter der Wasseroberfläche liegt. Und genau das ist es, worum es gerade geht. Dieser Stillstand ist dafür da, dass du genauso wie dein Gegenüber hier diese Dinge in die Klärung bringt, dass ihr klar werdet, was läuft da im Unterbewusstsein, dass es hier um die Muster geht, die ich schon angesprochen habe, die geklärt werden möchten. Also das heißt für dich hier als Botschaft, was du jetzt tun kannst, um diesen Weg für dich weiterzugehen, ist dein Unterbewusstsein anzuschauen und zu gucken, was ist denn da an unbewussten Mustern? Was lebe ich immer wieder, vielleicht in unterschiedlichen Beziehungen, auch vielleicht mit deinem Seelenpartner? Und was darf ich mir hier anschauen, damit sich das Ganze lösen kann? Und es geht hier nicht darum, dass ihr zwangsläufig zusammenkommen müsst. Natürlich ist das immer die Idealvorstellung und das, was wir uns alle wünschen. Aber manchmal ist es einfach nicht vorgesehen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, hier diese Dinge aber zu lösen, damit du für dich weiterkommst. Und es kann natürlich sein, dass ihr dann auch wirklich die Chance bekommt, diese Liebe noch einmal wieder zu leben. Das ist möglich. Aber wichtig ist hier, diese Muster zu durchbrechen, das anzuschauen, was hier im Unterbewusstsein ist, weil du weißt, wenn du es tust, dann wird auch dein Seelenpartner es machen. Nur bitte nicht diesen Weg gehen, weil du denkst, dann kannst du ihn irgendwie heilen, dann kannst du ihm irgendwie helfen, dann geht es schneller, dann kommt er schneller zurück. Es geht hier um dich. Das ist ganz, ganz wichtig, immer wieder zu wissen und immer wieder zu verstehen, dass es hier wirklich um dich geht und nicht darum, nur weil der andere etwas tut, kannst du ihn sozusagen damit dann vorantreiben. Das funktioniert nicht, denn jeder hat auch seine eigene Zeitschiene. So, und jetzt habe ich hier noch einmal mit den Destiny Love Lenormand geguckt. Und hier haben wir noch eine Botschaft. Und zwar geht es hier, ich bitte dich um etwas Geduld. Wenn du mir genügend Zeit gibst, werden wir wieder zusammenkommen und gemeinsam reifen. Das heißt, hier geht es jetzt um Ruhe. Und das ist jetzt natürlich eine Botschaft deines Gegenübers, der dir gerade sagt, er möchte hier oder sie möchte hier ein bisschen Ruhe. Ein bisschen Zeit. Die Person braucht gerade Geduld, um genau das hier zu klären, um genau diesen Prozess zu gehen, hier diese Dinge anzuschauen und dafür darfst du bitte Geduld aufbringen. Und das heißt nicht, dass du warten sollst. Geh bitte deinen Weg weiter, geh hier bitte wirklich schau dir deine Themen an, denn wie gesagt, es geht genauso um dich wie um ihn oder um sie. Dieser Stillstand ist momentan notwendig, damit ihr beide diese Muster
aus eurem Unterbewusstsein anschaut und durchbrecht. Und diese Ruhe und diese Geduld, die brauchst auch du mit dir. Das heißt, das ist gleichzeitig auch eine Botschaft aus deinem Unterbewusstsein, was dir sagt, deine Seele möchte dir sagen, gib mir gerade Ruhe, hab ein bisschen Geduld, sei nicht zu ungeduldig, sondern lass mir die Zeit, diese Dinge zu bearbeiten. Ganz, ganz wichtig. So, und jetzt bekommst du eine Ja-Aber-Karte. Und jetzt darfst du dir gerne eine Frage stellen. Und ich werde dir hier die entsprechende Antwort dazu liefern. Du kannst das Video natürlich auch gerne anhalten, wenn du jetzt nicht sofort eine Frage im Kopf hast. Ja, dein Herz wird schneller schlagen. Das ist die Antwort. Ich lasse das so stehen. Du hast deine Frage gestellt. Du wirst wissen, was du mit dieser Antwort anfangen kannst. Und damit kommen wir zum zweiten Stapel und hier zu dem roten Tellerchen. Die Teller haben übrigens für mich eine sehr persönliche Bewandtnis, denn da gibt es noch vier andere davon und die hat mir mein Papa, als ich noch recht klein war, einmal von einer Polenreise mitgebracht und ich liebe die sehr. Und die wollten sich heute in diesem Orakel zeigen. So, hier geht es um eine Begegnung. Und wir haben die Sehnsucht. Also, hier ist ganz stark die Sehnsucht nach einer Begegnung vorherrschend. Das muss nicht zwangsläufig heißen, dass diese Begegnung auch wirklich jetzt in kürzester Zeit bevorsteht. Wir schauen natürlich noch auf die anderen Karten. Aber hier ist ganz klar, die Sehnsucht nach einer Begegnung ist da. Und ich habe ja gesagt, es geht hier hauptsächlich um dich. Das heißt, du hast hier gerade eine sehr starke Sehnsucht nach der Begegnung mit deinem Seelenpartner. Entweder, wenn ihr euch schon kennt, dann gehe ich davon aus, dass hier momentan kein Kontakt besteht oder dass ihr euch nicht sehen könnt und dass deswegen die Sehnsucht nach einer Begegnung sehr groß ist. Solltest du deinen Seelenpartner noch nicht getroffen haben, dann wünschst du dir, dass du ihn kennenlernst, dass du ihn findest. Und hier ist einfach eine große Sehnsucht danach, diesem Menschen zu begegnen. Du wünschst dir einen Menschen in dein Leben, der dich erkennt, der dich nimmt, wie du bist, der deine Dinge mit dir teilt und der, ja, mit dem du dich einfach blind verstehst. Und was hier immer wieder auch wichtig ist zu verstehen, es gibt solche Seelenpartner nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern du kannst so jemanden auch im Freundeskreis finden oder in einer anderen Art von Beziehung. Und du darfst dich fragen, warum wünschst du dir so sehr einen anderen Menschen? Was fehlt dir in deinem Leben, dass du hier diese Sehnsucht verspürst nach dieser Begegnung? Und wenn da jemand ist, der gerade nicht da ist, auch dann darfst du dich fragen, was ist das, was dich so sehr an dieser Person fasziniert, dass du hier so eine große Sehnsucht nach dieser Begegnung hast? Denn das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Keiner kann dir eine Garantie geben, dass du mit diesem Menschen zusammenkommen wirst. Wenn du aber weißt, was dich an diesem Menschen so wahnsinnig fasziniert, dann kannst du diese Energie anderweitig in dein Leben holen. Sei es durch einen anderen Menschen oder vielleicht kannst du es dir auch selber geben. Und das ist etwas, was hier deine Aufgabe, sag ich mal, ist oder deine Lernaufgabe gerade. Hier herauszufinden, was ist es, was dich daran so fasziniert, beziehungsweise warum du so gerne diese Person treffen möchtest. So, und dann haben wir hier einmal die Fische, das heißt die tiefen Gefühle, und wir haben den Storch. Hier geht es also wirklich um die tiefen Gefühle und aber auch um eine Veränderung. Ja, um etwas, was vorangeht, um etwas, was hier, was hier sozusagen vorwärts gehen möchte. Das heißt, diese Sehnsucht nach dieser Seelenpartnerschaft ist bei dir nicht umsonst. Du hast ganz, ganz tiefe Gefühle hier in dir und die möchtest du leben. Und dann darfst du dich fragen, warum tust du es nicht? Und ja, vielleicht sagst du jetzt, naja, mein Seelenpartner ist ja nicht in meinem Leben. Vielleicht ist der noch anderweitig vergeben oder auf irgendeine andere Art und Weise gerade im Rückzug. Aber nicht diese eine Person kann dir das geben, was du dir wünschst, sondern du kannst es dir nur selber geben. Ja? Das heißt, du kannst
selber diese Zufriedenheit in dir entwickeln und kannst schauen, was sind denn das für tiefe Gefühle, die ich hier habe, die in mir befriedigt werden möchten. Und dann wird es hier auch vorangehen. Das ist ganz klar. Hier der Storch zeigt an, dass hier positive Veränderungen kommen wird, wenn du für dich klar bekommst, was ist denn das, was da in mir schwelt, was mir so wichtig ist und was ich unbedingt gerne lösen möchte. Wo möchte ich hin? Was möchte ich leben? Du hast hier, bekomme ich gerade rein, eine ganz, ganz tiefe Sehnsucht, nicht nur nach der Begegnung, sondern du hast hier eine tiefe Sehnsucht zu leben. Ja, eine tiefe Sehnsucht, wirklich deine Gefühle zu leben und hier mit allen Facetten zu leben. Und das tust du offensichtlich momentan noch nicht. Und deswegen darfst du für dich jetzt einfach schauen, wie kannst du das mehr in dein Leben integrieren? Wie kannst du das leben, was du wirklich möchtest und was dir wichtig ist? So, und jetzt haben wir hier eine Botschaft vom Herzensmann. Ergreife bitte die Initiative und komme auf mich zu. Ich bin schüchtern und habe Angst, durch meine vergangenen Erfahrungen auf den anderen zuzugehen und brauche von dir einen Schubs. Ja, ich finde, das passt sehr, sehr schön hier zu der Sehnsucht nach der Begegnung. Das heißt, hier, wenn du herausgefunden hast, was es ist, was du leben möchtest, dann gib dir den Schubs und sei hier etwas forscher. Sei nicht zu vorsichtig. Und das muss ich jetzt gar nicht unbedingt auf eine Person beziehen, sondern wie gesagt, es ist auch wieder eine Botschaft deiner Seele, die dir hier ganz klar sagt, ich brauche hier momentan auch einfach ein bisschen Anstoß. Ich möchte einfach etwas leben, was momentan noch nicht in meinem Leben ist. Und da kannst du jetzt dir selber diesen Anstoß geben, indem du schaust, was kannst du denn in deinem Leben jetzt verändern, damit du wirklich das lebst, was du willst? Damit du dir dein Wunschleben kreierst und damit du hier diese tiefen Gefühle auch wirklich lebst und in die Veränderung gehst. Und da darfst du jetzt dir selber sozusagen den Schubs geben und für dich die Initiative ergreifen. Und wenn es da jemanden gibt, ja, dann ist die Antwort sowieso ganz klar. Und auch du darfst dir jetzt eine Frage stellen und wir ziehen eine Ja-Aber-Karte. Hier hat sich schon eine gezeigt. Und für dich kommt hier Ja, die einzige Person, die zweifelt, bist du selbst. Lass ich jetzt auch mal so stehen. Finde ich, passt sehr gut zu dem, was wir hier gerade besprochen haben. Aber du hast ja deine Frage gestellt. Das heißt, du wirst am besten wissen, was diese Karte dir jetzt sagen möchte. Ja, ich hoffe, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnte und dass du jetzt ein bisschen besser weißt, wie es für dich weitergeht. Und wie gesagt, wenn du meine persönliche Hilfe möchtest, dann schau gerne in die Infobox und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du ein Like für dieses Video dalässt und gerne auch kommentierst. Ich freue mich immer über Kommentare. Bis zum nächsten Mal.